RB Leipzig zu Gast beim VfB Stuttgart. Nur einen Punkt voneinander getrennt. Es geht also jetzt um diesen berühmten dritten Platz. Im Hinspiel in Leipzig gab es ein 5-1 krachendes Ding damals. Dreht sich Olmo! Dass der Pfiff ertönt. Leipzig mit dem Anstoß. Seiwald am Ball. Einmal rechts rüber gespielt. Geht also los. VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Stuttgarter zeigen hier, warum sie da oben stehen. Spielen guten Fußball. Ich glaube, dass wir heute über 90 Minuten keine gute Leistung gebracht haben. Nicht das auf den Platz bringen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Beginnt mit einer Anfangsphase, wo wir vor allen Dingen mit dem Ball einfach zu viele Fehler gemacht haben, zu ungeduldig waren. Ich glaube, wir haben immer so Wellen. Mal spielen wir einige Minuten gut oder spielen eine ganze Hälfte gut wie zu Hause Leverkusen und dann verlieren wir das leider wieder. Und ich glaube, das ist das Allergrößte, wo wir ansetzen müssen, dass wir einfach konstanter werden über 90 Minuten. Draußen steht Stiller bereit, genau, bringt den Ball mit dem linken Fuß sehr, sehr weit in den Strafraum. Achtung, Handspiel wird moniert, Spiel läuft erstmal weiter. Oh, sieht nicht gut aus für uns, würde ich euch leider sagen. Regeltechnisch ist das natürlich ein Elfmeter, ganz klar. Dann nimmt das Spiel so seinen Lauf. Handspiel, Strafstoß. Sieht den Schubser nicht als entscheidend an, wahrscheinlich. Milo läuft an, Ball im Tor, 1-0. Für den VfB Stuttgart. Jetzt Achtung, Undav legt den rüber auf Leveling, da passt Raum auf und dann kommt auch nochmal Undav ran an den Ball und schlänzt den links unten rein zum 2-0 für den VfB Stuttgart. Das läuft noch nicht nach Plan heute hier. So haben wir uns das, glaube ich, alle nicht vorgestellt. Gerade gegen absolute Top-Mannschaften, dazu gehört Stuttgart aktuell definitiv, kannst du nicht gewinnen und da müssen wir einfach in allen Phasen besser werden, aktiver sein und weitermachen, um wieder zurückzukommen. Aber jetzt erstmal Raum links draußen. Wieder den rechten Arm, bringt jetzt den Eckball rein. Šeško! Da ist es drin, Anschlusstreffer 1-2. Šeško zum richtigen Zeitpunkt, 32. Spielminute. Super Ecke von Raum getreten, direkt Šeško auf die Rübe. Und da ist der Pfiff, Sven Jablonski. Schickt also erstmal zum Pausentee. Stuttgart war einfach die bessere Mannschaft, da muss man so offen und ehrlich sagen. Es waren in sehr, sehr vielen Bereichen einfach besser als wir. Wir haben wieder drei Standardtore bekommen, woran wir eigentlich unter der Woche viel gearbeitet haben, viel drüber geredet haben. Und auch im Spiel mit dem Ball war Stuttgart einfach besser als wir. Sie haben uns teilweise echt laufen lassen. Wenn wir den Ball erobert haben, waren wir nicht aktiv, haben die Bälle sehr, sehr schnell wieder verschenkt. Sie haben sehr, sehr viel Druck aufgebaut und von dem her, wie gesagt, ein sehr verdienter Sieg für Stuttgart. Da kam der Pfiff, auf geht's. Führig über die linke Seite Richtung gegen Simakar, jetzt im Strafraum. Chippt den Ball hinten Richtung langen Pfosten. Vorsicht, da wird's gefährlich, der Ball im Tor. 3-1, 48. Spielminute, Torschütze Leveling. Mal schauen, Marco wird was machen. Seiwald vielleicht jetzt mal, erst mal gut gespielt. Openda jetzt vorne in der Spitze, hat noch einen neben sich. Jetzt sind es wieder drei, kommt er zum Schuss, schießt! Wow, was ein Traumtor! Was ein tolles Tor von Openda! Wir brauchen heute nicht viel, also effizient sind wir heute. Zweite Torchance für RB Leipzig, zweites Tor. Insgesamt verteidigen wir im Moment zu schlecht. Eckball schon ausgeführt von der linken Seite. In der eigenen Box sind wir nicht eng genug drauf, Verteidigungsverhalten. Führig, 4-2. Mit Ansage. Ach, wieder Führig, diesmal mit rechts reingeschlänzt und am Ende ist es Undav. Das wird nicht als beste Spiel in unserer Annalen eingehen. Am heutigen Tag 60 Minuten sind. Das steht schon fest. Das steht schon fest. Aber Sagadou kommt vorne mit rein, also wird irgendwas Hohes versucht. Ja, jetzt schon ausgeführt. Bisschen irritiert. Achtung, die Möglichkeit. Lass mich da nochmal die Möglichkeit. Der Ball im Tor. 5-2. Lässt sich schwer beschreiben. Haben wir selten so eine Spiele. Ja, also ja. Zum Glück. Und Sven Jablonski kann uns jetzt auch den Gefallen tun. Tut er auch. Pfeift das Spiel ab. Ja, Köpfe gehen runter bei unseren Leipziger Jungs.
Bedeutet, dass wir den Rucksack jetzt mitnehmen, hart arbeiten müssen, gut analysieren. Ja, wir müssen, ich glaube, gerade im Spiel mit Ball einfach besser werden, müssen aktiver sein, müssen den Gegner mehr bespielen und uns nicht bespielen lassen. Definitiv viel Kraft, hilft uns sehr. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir zusammenstehen, auch wenn man ja, jetzt eine schwierige Phase ist. Ja, wir sind alle nicht zufrieden, das ist ganz klar. Wir haben uns alle den Start anders vorgestellt ins neue Jahr. Ja, jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und arbeiten, um ja, stärker zu werden, um besser zu werden, um wieder Spiele zu gewinnen. Und das ist der klare Anspruch von RB Leipzig. Und da müssen wir echt schnell jetzt da in die Spur kommen. Um dann nächste Woche zu versuchen, dann genau das zu schaffen, was wir heute alles haben liegen lassen. Dankeschön. In den Phasen, wo wir am Ball sind, müssen wir einfach Schritte nach vorne machen. Weil dann kommst du nicht in diese Phasen, wo du viel tief verteidigen musst. Aber eins ist auch klar, es wird sicher ein anderes Spiel zu Hause gegen Union. Wie gesagt, wir haben definitiv was gut zu machen, wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und ich glaube, dass das auch ein Spiel sein kann mit unseren Fans im Rücken, wo wir den Turnaround schaffen. Und dann wissen wir auch alle, dass es im Fußball schnell geht, dass man wieder in einen positiven Lauf kommt. Aber da heißt es jetzt erstmal die ersten Schritte jetzt unter der Woche zu machen und dann am Wochenende damit loszulegen.